Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir ein eigenes Symbol erstellen. Dazu habe ich hier mal schon was runtergeladen, und zwar hier in Dokumente KiCad 8 habe ich mir hier angelegt einen Ordner Datenblätter und habe mir mal hier ein Datenblatt heruntergezogen, und zwar das DAA 818. Das ist ein Funkmodul von Dori oder Dorji, und den wollen wir heute mal als Symbol erstellen. Wir gehen hier nochmal in den Schaltplan-Editor rein. Ich gebe hier nochmal die Bezeichnung, die Symbole an. Ich gebe jetzt hier mal DRA Sternchen, machen wir es mit Sternchen 818. Und wir sehen, dass wir hier nichts finden. Also das Symbol ist wirklich nicht vorhanden und wir zeichnen es heute komplett neu. So, wir machen hier unseren Schaltplan mal zu, gehen also in unseren Symboleditor. Wir haben jetzt hier unseren Symboleditor. Hier wieder links, wie in allen Elementen, kann ich hier meine Fenstereigenschaften einstellen, entsprechend das Raster. Wir gehen hier auf Millimeter, wir nehmen wieder unser fensterfüllendes Fadenkreuz. Hier rechts haben wir die Zeichenwerkzeuge und hier oben entsprechende Einstellungswerkzeuge. Als erstes legen wir uns mal eine neue Bibliothek an. Wir wollen die in Zukunft in allen Projekten benutzen, also global. Dann werden wir hier schon einen richtigen Ordner gesetzt, also hier in KiCad 8 Symbole, und wir nennen das mal Funkmodul. Module, Mehrzahl. Wir könnten jetzt in dieser Bibliothek dann mehrere Funkmodule abspeichern. Wir fangen mal mit dem 818 dann an. So, wir speichern das Ganze. Jetzt ist diese hier drin. Wir wählen die hier an, dass die hier so blau unterlegt ist. Gehen hier auf unser neues Symbol und jetzt geben wir mal die Bezeichnung ein, also DRA818V. Das ist die Bezeichnung. Wir könnten jetzt von einem existierenden Symbol ableiten, brauchen wir nicht. Den Bezeichner lassen wir mal auf Unit. Ich könnte jetzt hier auch R für Resistor, C für Kondensator oder was auch immer eingeben. Ich könnte jetzt auch meinetwegen FM machen für Funkmodul. Wir halten uns mal hier an U wie Unit. Die Anzahl der Einheiten pro Package, die lassen wir auf 1. Die müsste ich nur dann erhöhen, wenn ich zum Beispiel einen Operationsverstärker zeichnen würde. Das führt aber an der Stelle jetzt hier mal zu weit. Wir lassen das so. Auch hier diese Einstellungen lassen wir alle so wie sie sind, also keine Häkchen setzen. Wir wollen das ja überall mit nutzen. Wir wollen sie auf der Platine haben, wir wollen eine Stückliste haben und so weiter. Das könnte ich jetzt hier ausschalten. Das lassen wir aber natürlich erstmal eingeschalten. Auch hier diese drei Häkchen lassen wir entsprechend drin. Wir sagen okay und damit ist jetzt erstmal unser Element gezeichnet. Ich nehme mal das U und schiebe das mal hier ein bisschen auf die Seite. Und damit wäre jetzt unser neues Symbol erstellt. Wir speichern das mal und wir gehen mal hier oben erst als erstes in die Symboleigenschaften rein und dann gehen wir hier drauf und sagen, wir geben jetzt mal bei Wert ein DRA818V, das soll mal mit angezeigt werden. Footprint haben wir noch nicht, hätten wir jetzt schon einen Footprint gezeichnet, könnten wir den jetzt hier fest hinterlegen, das machen wir später dann wenn wir den Footprint dazu gezeichnet haben. Und jetzt können wir hier mal noch das Datenblatt hinterlegen. Dazu gehe ich mal hier unten auf meinen Explorer. Ich bin jetzt hier in dem Ordner drin, klicke hier oben mal den Leerraum und kopiere mir als erstes mal mit Steuerung V, mit Steuerung C natürlich, mit Steuerung C den Ordnerpfad und kopiere den Ordnerpfad hier rein. Anschließend mit Alt-GR und Fragezeichen setzen wir ein Backslash dahinter. Dann gehen wir nochmal hier rein, dass wir uns nicht vertippen. Gehen wir hier drauf, sagen Rechtsklick, weitere Optionen anzeigen, umbenennen, Steuerung A, Steuerung C. Wir wollen also diese Bezeichnung hier komplett noch dahinter nehmen als Dateinamen und klicken hier oben rein und mit Steuerung V fügen wir das Ganze mal ein. Wir möchten noch eine Beschreibung dazu vergeben. Da können wir jetzt einfach hier ins PDF gehen. Na. So, schauen hier Steuerung C,
kopieren das hier einfach mal rein, Steuerung V. Wir sehen natürlich, mit Kopieren und Einfügen funktioniert das nicht ganz so gut. So, reicht. Dann können wir hier noch eingeben ein Schlüsselwort hier unten als Funkmodul. Das heißt, bei unserer Suche, wenn wir jetzt suchen würden in unserer Bauteilauswahl, könnten wir hier nach Funkmodul suchen, dann würde er das auch finden. Hier können wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, die lassen wir an dieser Stelle mal. Auch das Simulationsmodell bearbeiten wir nicht und dann sagen wir einfach mal okay. Jetzt haben wir das erstmal soweit angelegt. Wir können jetzt die Pins hinzufügen und dazu brauchen wir jetzt hier unten die Pinliste. Wir haben also insgesamt 18 Pins. Dazu gehen wir mal hier oben in unseren Editor, hier oben rechts Pin hinzufügen oder die Taste P. Wir klicken einmal drauf. Pin-Name vergeben wir mal noch nicht. Wir sagen einfach mal Pin 1 als Pin-Nummer und sagen OK. Und den legen wir jetzt erstmal hier irgendwo hin. Jetzt können wir hier mit der Taste Einfügen uns schnell die ganzen Pins hinzufügen, indem ich jetzt hier einfach so lange drücke, bis ich bei 18 bin, dann beenden wir unser Werkzeug. So, wenn wir unser Werkzeug beendet haben, sehen wir jetzt, wir haben also 18 Pins hinzugefügt. Die haben jetzt alle verschiedene Werte. Ich könnte jetzt mit der Taste E mir hier diese Eigenschaften aufrufen. Haben wir ja schon gesehen, dieses Fenster. Und anhand meines Datenblattes jetzt hier die Werte händisch zufügen. Also das heißt, wir haben jetzt den Pin 1. Der Pin 1 hat den Namen Squelch SQ. Das ist ein, in dem Fall ist das ein Output. Das heißt, wir müssen jetzt die Pin-Eigenschaften von Eingang auf Ausgang ändern. Dann könnte ich jetzt sagen, es soll invertiert sein oder ein Taktanschluss. Das haben wir alles nicht. Wir lassen das hier als Line. Dann gehen wir hier drauf und sagen, okay. So, das könnte ich jetzt so 18 Mal machen. Führt uns jetzt hier aber nicht weiter. Wir können das schneller und besser machen. Wir haben nämlich hier oben den Button Pin-Tabelle. Ich mache nochmal zu. Also hier oben Button Pin-Tabelle. Gehen wir hier drauf. Und dann machen wir das hier mal etwas schöner. Und ich kann jetzt hier in dieser Tabelle arbeiten und entsprechend die Werte zuweisen. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, lege das mal hier nebeneinander und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil wir, wenn ich hier reinklicke, natürlich jetzt im Hintergrund sind. Ja. Windows lässt grüßen. Hätten wir jetzt einen zweiten Bildschirm, wäre das entsprechend natürlich einfacher. Gut, dann machen wir das anders. Wir schauen jetzt also hier drauf. Ich möchte euch noch zeigen, was wir jetzt hier zum Beispiel VBAT haben. Das ist also ein Power Supply, das ist der Eingang. Das ist also Pin 8, den nennen wir mal VBAT. So. Und wir gehen hier hinten auf unsere Eigenschaften und sagen, das ist eine Stromversorgung. Und wir haben noch die beiden Grounds. Das haben wir hier, das ist also 9 und 10. Da geben wir also ein GND. Nochmal GND und sagen hier ebenfalls Stromversorgung. Es ist keine, nicht verwechseln hier mit Stromausgang. Stromausgang wäre es nur dann, wenn wir jetzt ein Bauteil haben, was einen Stromausgang hat. Das wäre zum Beispiel so ein Spannungsstabilisator wie ein 7805. Der bringt uns Strom raus. Da müssten wir dann Stromausgang am Ausgang nehmen. Entschuldigung. Hier ist das also unser Spannungs- oder Stromeingang, also als Stromversorgung. Auch wenn hier quasi aus dem Ground der Strom zurückfließt, technisch gesehen, hier für KeyKit ist das aber ein Stromversorgungspin. So, ich weise jetzt hier nochmal alle anderen Pins zu. Ihr macht das genauso. Das haben wir jetzt schon gelernt. Dann melde ich mich gleich wieder. So, die Pins habe ich jetzt alle zugewiesen. Wir gehen nochmal in unsere Pin-Tabelle rein. Hier sehen wir das schöner. So, anhand also des Datenblatts kann ich jetzt hier also entsprechend
zuweisen. Das heißt also, wir haben hier den PIN, die PIN Nummer 1 ist die Squelch mit SQ, das ist ein Ausgang. Der PIN 2 ist NC, also Not Connection, steht auch hier im Datenblatt. Also hier wähle ich dann aus in diesem Dropdown-Menü unverbunden. Kann ich auch hier nochmal zeigen, haben wir dann hier unverbunden. Und so gehe ich eben hier durch, entsprechend meines Datenblattes, die ganzen 18 Pins entsprechend hier Eingang, Ausgang aufpassen, dass man hier wirklich sauber arbeitet, ordentlich entsprechend zuweist und hier vor allen Dingen auch die Pin-Eigenschaften wählt. Wenn wir das gemacht haben, haben wir jetzt hier OK und wir sehen jetzt hier diese ganzen Pins. Als nächstes haben wir diese Not Connected Pins, die wollen wir im Schaltplan gar nicht sehen. Das kann ich allerdings jetzt nur hier händisch machen, nicht über die PIN-Tabelle. Wir gehen also hier drauf, markieren das, sagen Taste E und nehmen mal hier den Button unsichtbar raus, also NC. Ich kann auch hier wieder drauf gehen, unsichtbar. Dann gehen wir hier auf die nächste und schmeißen hier überall, wo NC steht, einfach das sichtbar raus. Damit taucht er dann im Schaltplan nicht auf. Das verwirrt nur, weil wir diese Pins ja eh nicht anschließen, brauchen wir sie auch im Schaltplan dann nicht zu sehen. Wenn wir das gemacht haben, haben wir die alle raus, müssen wir jetzt noch ein paar Dinge beachten. Und zwar, wenn wir jetzt hier in unser Datenblatt reingehen, dann sehen wir zum Beispiel, dass also unser Squelch hier zum einen mit diesem Low dargestellt wird oder angesprochen wird, dass es ein invertiertes Signal ist. Das heißt, es liegt auf High und wenn ein Squelch-Signal detektiert wird, geht das auf Low. Solche Beschriftungen in einem Symbol macht man hier oben mit so einem Querstrich drüber. Wie kriegt man jetzt so einen Querstrich drüber über unser SQ? Kriegen wir einfach hier über die Taste E. Wir gehen hier rein, Position 1 oder mit den Pfeiltasten nach vorne, drücken jetzt Alt-GR plus für die Tilde, dann Alt-GR und die 7 geschweifte Klammer auf und Alt-GR 0 geschweifte Klammer zu. Und so kann ich also darstellen, dass also so ein Pin Active Low ist. So, da hätten wir dann auch noch die beiden für PDT und also diese die PIN 5, 6 und 7 sind ebenfalls Active Low. Dann machen wir das hier bei denen ebenfalls. Das kann ich auch hier über die PIN-Tabelle machen. Dann geben wir das mal hier ein. Funktioniert genauso. Also Alt-GR plus, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Bisschen Fleißarbeit hier. Und damit hätten wir entsprechend unsere Pins zugewiesen. So, jetzt können wir zum Anordnen der Pins kommen. Wir wollen als erstes mal, ich hatte ja gesagt, Spannungen von oben nach unten, Eingänge von links nach rechts. Also nehmen wir als erstes mal unseren Spannungsversorgungspin und legen den hier oben ab. Und zwar auf dem Mittelpunkt hier, da sehen wir hier diesen Ursprung, das ist dieses Kreuz hier unten. Da legen wir also VBAT ab. Dann gehen wir her, markieren uns diese beiden Grounds. Die nehmen wir eben mit der Taste M, moven die hier nach unten, Taste R drehen, legen die hier ein bisschen mittig ab. Wichtig beim Zeichnen ist, dass wir zwischendrin auch mal prüfen oder schon von Anfang an prüfen, dass unser Raster auf 1,27 mm eingestellt ist. Das ist ganz wichtig. 1,27 mm ist hier die Standardzeichen. Zeichenmaße für Symbole im KiCad. So, dann gehen wir mal hierher. Wir nehmen jetzt unseren Ausgang, den nehmen wir mal nach rechts. Legen den schon mal so ein bisschen so ab, dass wir hier nicht über diese Mittellinie, über diese senkrechte Mittellinie runterkommen, sondern entsprechend hier maximal mit der Beschriftung anstoßend. Dann nehmen wir hier unseren Squelch, das gleiche mit Move bewegen. Mit R drehen, ist im Prinzip immer wieder dasselbe, sauber ablegen, die Eingänge lassen wir gleich mal da, dann haben wir hier unsere Antenne, auch hier entsprechend bewegen, rotieren, ablegen und damit hätten wir jetzt erst einmal unsere
Ausgänge positioniert, dann nehmen wir mal unsere NCs, die schieben wir hier mal ein bisschen zur Seite. Wir schaffen uns mal ein bisschen Platz. Jetzt nehmen wir die Eingänge, bewegen die ebenfalls hier oben ran, möglichst in die Nähe, damit das Symbol dann nicht zu groß wird. Schieben wir es hier also einigermaßen vernünftig ran. So, wir achten mit unserem fensterfüllenden Fadenkreuz, dass die hier schön gleichmäßig in einer Linie liegen, also Eingang gegenüber Ausgang. Und dann nehmen wir hier noch unseren Bus nach oben und den MIG-IN. Den MIG-IN schiebe ich jetzt mal hier nach oben. Und wir lassen den RXT, DXT hier. So, diesen Ausgang für TXT, da möchte ich jetzt noch ein paar Worte dazu verlieren. Den lassen wir auf der linken Seite. Ich hatte ja gesagt, Ausgänge kommen eigentlich nach rechts, aber in dem Fall lassen wir das zusammen, weil das ist ein Bus und Buspins lässt man immer zusammen. Also dieses RX und TX lässt man hier zusammen. Und in dem Fall, dadurch, dass das ja ein Funkmodul ist, was hier in unserem Bus eher als Slave gedacht ist, also das empfängt ja Befehle zum Beispiel von einem Mikrocontroller, das sendet ja keine in dem Sinne. Es gibt nur Antworten auf Befehle, die es empfängt. Tun wir hier den RX und TX auf die linke Seite. Hätten wir jetzt einen Mikrocontroller, der ja hier im Schaltplan in der Regel links liegt und Befehle sendet, würde ich das den RX und TX auf die rechte Seite machen, dass ich dann hier beide quasi miteinander verbinden kann, um zu sehen, okay, der Mikrocontroller ist der Master, also ein Masterbaustein, würde ich die Buslinien hier immer die rechte Seite machen. Der gibt Befehle an Slave-Bausteine, das ist in dem Fall das Funkmodul, und da würde ich es dann links hinzeichnen. So kann ich das schön zeichnen und ich muss dann hier nicht, also wenn ich jetzt den Ausgang hier nach rechts legen würde, müsste ich ja jedes Mal mit der TX-Leitung dann entsprechend hier außen rundum. Das macht wenig Sinn und den Schaltplan auch nicht unbedingt übersichtlich. So, dann nehmen wir jetzt unsere NCs, die können wir jetzt dadurch, dass wir sie ja eh nicht sehen, noch ein bisschen hier so verteilen, dass das ein bisschen symmetrisch aufgeht. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal hier noch einen hierher und die anderen drei hier drüben hin, sodass wir die einigermaßen gleich hier verteilt haben rundherum. Das ist jetzt in dem Sinne uninteressant, weil die dann eh nicht dargestellt werden. So, dann gehen wir nochmal hier mit unseren grauen Stücken hoch, lassen das hier so entsprechend anstoßen. Dann machen wir ein OK. Jetzt zeichnen wir hier noch einen Rahmen hinzu. Und wir ziehen jetzt hier in dieser Flucht nach oben, mit dieser Flucht nach drüben. Fangen wir hier oben also in dieser Ecke an und ziehen einfach mal einen Rahmen hier bis an diese Pins ran, dann sind die schön sauber angeschlossen. Ich gehe mal, beende das Werkzeug mit Escape, wähle den Rahmen an auf Eigenschaften und jetzt kann ich sagen, mit Körperhintergrundfarbe füllen. Dann wird das hier mit so einer Pastellfarbe hier hinten entsprechend hinterfüllt. Das sieht dann im Schaltplan etwas schöner aus, ist besser anzuschauen. Als nächsten Schritt gehen wir nochmal hier oben auf unsere Bezeichnung. Das ist also der Datenblattpfad, den legt man in der Regel hier unten drunter. Der wird aufgrund der Darstellung ja nicht angezeigt, aber so habe ich das beim Öffnen des Symbols besser zu liegen. Und wir nehmen dann unser U. Das U in dem Fall, die Unit, setzt man meistens hier oben links hin oder oben rechts. Mal machen wir es hier oben in dem Fall mal rechts und wir setzen unser DAA 818 noch hier unten rein. Das können wir jetzt auch so gedreht hier ablegen. Alternativ können wir es auch hier herlegen, da dieser Pin eh nicht angezeigt wird, sitzt das hier unten soweit drin. Dann speichern wir das Ganze mal ab und hätten damit jetzt unser Symbol soweit gezeichnet. Wir können jetzt das Datenblatt, also wir können mal testen, ob das hier funktioniert hat mit Datenblatt anzeigen. Also gehen wir mal hier drauf, Taste D, zack, und wir sehen, wird das sofort geöffnet. Das funktioniert dann auch im Schaltplan. Können wir jetzt auch hier wieder zumachen. Wir lassen mal einen Check laufen. Er sagt jetzt hier keine Symbolfehler gefunden. Das ist auch soweit in Ordnung. Und jetzt müssten wir noch unser Symbol hier mittig auf diesen Mittelpunkt schieben. Also nicht diese 8, sondern diesen Symbol Mittelpunkt. Dazu hatte ich vor uns ein bisschen Probleme. Wir machen einfach mal hier sicherheitshalber zu, schließen das Ganze.
und öffnen nochmal unseren Symboleditor. Suchen mal Funkmodule, machen hier einen Doppelklick drauf und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ich hoffe, es klappt jetzt. Gehen wir mal hier auf Symbolanker verschieben. Wählen jetzt hier so einigermaßen die Mitte aus von unserem Modul und dann sollte das auch mittig sitzen. Jawohl, hat geklappt. Also wir sehen jetzt hier, unser Symbol sitzt dann auf dem mit der Mitte des Symbols auf dem Ursprung. So wird es dann auch in den Schaltplan sauber eingefügt. So, gehen wir mal hier drauf. Wir speichern das Ganze. Wir schließen das Ganze. Öffnen mal unseren Schaltplan-Editor und sagen Taste A, ob er das übernommen hat. Und wir sehen schon, wenn ich hier diese Suche war noch von mir vor uns drin, dann hat er das sofort gefunden. Und jetzt kann ich sagen Okay. Und mein Modul wird hier entsprechend eingefügt. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt hier, dass also die NC-Pins alle nicht angezeigt werden. Wir haben jetzt hier unsere Eingänge, die Ausgänge, den Count und das DAA818 und U wurde jetzt hier nach oben gesetzt. Das hat den Hintergrund, hier in den Grundeinstellungen ist hinterlegt, dass Werte und Referenzbezeichner, egal wie sie im Symbol gezeichnet wurden, hier oben immer oben rechts positioniert werden automatisch. Das kann ich ausschalten, dann würde dann eben das DRA818V hier unten stehen, hier unten drin und mein U, so wie ich es hier oben positioniert hatte, genau an dieser Stelle hier neben dem Pin 8. Ich lasse das jetzt mal in den Grundeinstellungen so drin, das sieht auch ganz gut aus. Dann hat man das gleich hier entsprechend dargestellt und die anderen, die NC-Pins, werden hier alle nicht angezeigt. Man könnte jetzt theoretisch noch hergehen und diese NC-Pins im Symboleditor entsprechend alle übereinander legen, das Ganze hier noch ein bisschen kleiner machen, dass das noch ein bisschen weniger Platz braucht. Das ist aber Schönheitskosmetik, die an der Stelle jetzt hier zu weit führt. Ich kann jetzt auch mein Modul anwählen, drücke mal die Taste D wie Dora und schwuppdiwupp, dadurch, dass mein Datenblatt verlinkt ist, wird das auch gleich geöffnet. Kann ich schnell nachschauen, was hier alles Sache ist an diesem Symbol. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.